20.000 Kilometer und jetzt eine neue Scheibe. Euer Ernst? Hallo hier zu einem neuen Video der Firma Stegmann. Heute geht es mal um unseren Bosch Service und, naja, um unseren Golden Circle. Eine Sache, die mich wirklich aufregt an unserem Model 3 Performance, na, das ist die Bremse. Also man muss wirklich sagen, das Auto macht richtig Spaß, es bremst auch gut, aber vielleicht erinnert ihr euch auch an das Video, was bei Markus Mayenschein war, wo wir das Bodykit drauf gebaut haben. Da hatten wir gesagt, das Fahrzeug hat 20.000 Kilometer und wir werden jetzt eine neue Bremse drauf machen, weil die einfach, ja, fertig war. Jetzt haben wir knapp über 40.000 Kilometer und wir sollten jetzt schon wieder eine neue Bremse drauf machen. Entweder liegt es an mir als schlechtem Fahrer oder dass man halt doch das ein oder andere Mal von einer hohen Geschwindigkeit stark abbremsen musste. Meine Bremse rattert, hinten rechts ist sie richtig eingelaufen, das habt ihr gerade im Einspieler gesehen. Und jetzt eine neue Bremse am Model 3 Performance. Materialwert für die Bremse aktuell jetzt, Stand Oktober 2022, sind 1.350 Euro brutto für nur das Material. 1.350 Euro für eine Bremse, die nicht abgefahren ist, die nur eingelaufen ist und wo der TÜV nachher sagt, hey, wir brauchen eine neue Bremsscheibe. Ich habe auch schon mitbekommen, der ein oder andere Tesla-Fahrer kam zu uns, weil der TÜV einfach gesagt hat, die Bremsscheiben sind eingelaufen und jetzt müssen neue Bremsen drauf. Ehrlich gesagt, hat es uns als Firma, ja, schmeckt es nicht so ganz. Wir haben nach einer anderen Lösung gesucht. Gibt es eine Lösung fürs Model 3? Nicht nur fürs Model 3, sondern für alle E-Fahrzeuge, für Tesla, für alle E-Fahrzeuge, die einfach jetzt rekuperieren, mehr wie Bremsen, oder für hochpreisige Fahrzeuge, wo die Bremsscheiben einfach zu teuer sind, um sie einfach mal schnell rauszuschmeißen. Ja, die gibt's. Schaut mal rein. So, er steht wieder auf Rädern, zum Glück. Und, ihr habt es gesehen im Video, wir haben die Bremsscheiben abgedreht. Hätte ich es euch gleich erzählt, wie das so das erste Mal fahren war mit der abgedrehten Bremsscheibe, ich hätte es euch, ja, ihr hättet gedacht, der spinnt komplett. Also ich habe mich so gefreut, weil ich habe noch nie mit meinem Model 3 so gut gebremst wie jetzt. Selbst wo wir eine neue Bremsscheibe, neue Beläge eingebaut hatten, es war noch nie so ruhig, es war noch nie so schön zu bremsen, wie ich jetzt bremse mit der abgedrehten Bremsscheibe. Jetzt haben wir extra eine Woche gewartet. Ihr merkt, die Haare sind gewichen, der Bart ist gefallen, um zu zeigen, was, ja, einfach einen längeren Zeitraum mal zu erfassen. Also man musste mit der Bremse so 2-3 Mal bis jetzt so 20 km/h ein bisschen abbremsen, dass sich die Bremsbeläge nochmal neu ausgerichtet haben. Und dann war Ruhe im Auto. Also, das Lenkrad war gerade beim Bremsen. Selbst meine Frau neben mir dran am Auto hat gesagt, oh, habt ihr was gemacht an der Bremse? Dann sage ich, ja, mein Schatz, wir haben ja die Bremsscheibe abgedreht. Dann sagt sie, oh, jetzt ist aber ganz leises Auto beim Bremsen. Also ihr merkt, bei der Performance-Bremsanlage
Mich freut es wirklich, dass es jetzt so eine Möglichkeit gibt. Kommen natürlich ein paar Fragen auf. Die erste Frage meiner Frau war, hätte sich jetzt das nicht gelohnt, eine neue Bremsscheibe drauf zu machen wegen Verschleiß und Langlebigkeit? Finde ich auch eine berechtigte Frage. Also wir haben es vorher schon gesagt gehabt, die Bremsscheibe kostet, oder Scheiben mit Beläge vorne hinten kosten 1.350 Euro. Also ich bin unter der Hälfte, wenn wir sie abdrehen. Nur vom Materialwert schon. Ja? Und dann käme noch die Arbeit oben drauf mit der Bremse ersetzen. Jetzt kommt natürlich die Frage, ja okay, ich drehe ja was ab. Das heißt, ich habe ja weniger Material auf der Bremsscheibe, auf dem Belag. Beim Belag ist ganz wenig, bei der Bremsscheibe drehe ich das meiste ab. Da haben wir ein Bild gemacht, oder ihr habt es wahrscheinlich im Video schon gesehen, der aufmerksame Zuschauer. Die Bremsscheibe hat neu 25 mm, 2 mm bis zur Verschleißgrenze. Und auf dem Bild haben wir gesehen, also wir sind 20.000 Kilometer mit dem Auto gefahren, haben dann die Bremsscheibe abgedreht und haben dann 24,5 mm. Das heißt, wenn ich jetzt rechne, ich würde sonst jedes Jahr alle 20.000 Kilometer, um ein sauberes Bremsgefühl zu haben, meine Bremse rausschmeißen, kann ich jetzt nächstes Jahr 20.000 Kilometer, dann müsste ich ja rein rechnerisch bei 24 mm Bremsscheibendicke liegen, übernächstes Jahr bei 23,5 und dann im dritten Jahr, dann ist eine neue Scheibe fällig. Also ich denke, wir werden das als Firma jetzt eigentlich generell unsere Autos immer abdrehen, weil die Bremsscheiben noch so gut sind, dass wir sie wirklich nur abdrehen müssen, um ein exaktes Bremsscheibengefühl zu haben. Was mir noch gefällt, dadurch, dass wir, ihr habt sie gesehen, die Maschine stellt sich ein auf das Rad dreht dann ganz ruhig und die Maschine misst auch die Wucht bzw. Unwucht, stellt so fest, ob das Radlager schon Schaden hat. Und wenn dann diese Unwucht ausgeglichen oder die Maschine sich eingestellt hat, dann treibt die Maschine die Bremsscheibe an und wir drehen die Bremsscheibe am Fahrzeug ab. Was heißt, jede Unwucht, die vielleicht mal durch heißes Bremsen, wie beim Performance, entsteht und die Bremsscheibe vielleicht eine leichte Unwucht hat, wird herausgedreht. Und so haben wir nachher, wenn ich bremse, einfach ein komplett lineares Bremsgefühl. Also, ich bin wirklich mega, mega begeistert. Zweite Frage wäre noch, Herr Kim, wir haben jetzt hier einen Elektromotor. Also, jeder, der so ein bisschen sich mit der Thematik auskennt, weiß, okay, vorne Asynchronmaschine macht mir wahrscheinlich weniger aus, wenn ich sie antreibe, extern. Hinterachse kommen vielleicht die Fragen, oh, Permanentmaschine, treibe ich an, erzeuge ja Strom beim Antreiben. Kann da ein Schaden entstehen? Ja, wenn ich nicht weiß, wie. Also man muss wissen, wie man mit der Thematik umgeht, mit dem Elektromotor. Man muss ein bisschen verstehen, was passiert. Dann können wir das so einstellen, dass alles gut ist und wir können ganz sauber die Bremsscheiben abdrehen auf die Hinterachse und ich habe einfach wieder eine saubere Bremse. Ansonsten, habt ihr noch Fragen zu diesem Thema oder zu anderen? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir beantworten sie gerne. Ansonsten, lasst gerne ein Abo da, drückt die Glocke. Wir wünschen euch alles Gute. Bis bald.